Mein Name ist Thomas Vosser. Ich bin seit ungefähr 30 Jahren Lungenfacharzt und ich leite eine Lungenklinik im Krankenhaus Bethanien in Moers, das ist in Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen möchten wir heute berichten, wie wir in unserem Haus die Covid-19-Patienten behandeln. Die wichtigste Botschaft in diesem Video wird sein, dass wir für die frühe Intubation bei dieser Erkrankung aktuell keine ausreichende Evidenz sehen. Bisher wurden Überlebensraten zwischen 15% und 50% nach Intubation berichtet. Das allein, meinen wir, gibt Anlass, diese Empfehlung zu überdenken. Uns ist sehr wohl bewusst, dass wir aus einem Land berichten, in dem das Gesundheitssystem derzeit noch nicht überfordert ist und wir Zeit für ein ruhiges und besonnenes Handeln haben. In Krisensituationen und bei einem Massenanfall von Patienten ist sicher die Indikation für eine frühe Intubation und Beatmung anders zu sehen. In unserem Haus versuchen wir, die Intubation zu vermeiden. Insbesondere sehen wir in der Sauerstoffsättigung keinen ausschlaggebenden Parameter für die Indikationsstellung zur Intubation. Bei unseren Entscheidungen lassen wir uns vor allem von pathophysiologischen Überlegungen leiten. Darüber hinaus berücksichtigen wir Erfahrungsberichte, die uns aus der ganzen Welt täglich erreichen. Unsere Lungenklinik versorgt ein Kerneinzugsgebiet von etwa 300.000 Einwohnern und das Krankenhaus und damit auch unsere Lungenklinik liegen in der Metropolregion Rhein-Ruhr. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos haben wir in der Lungenklinik 36 Patienten mit der Covid-19-Erkrankung behandelt. Bis auf einen Patienten mussten wir bisher keinen weiteren intubieren und maschinell beatmen. Leider haben wir gestern einen Patienten verloren, 7 Tage nachdem wir ihn extubiert hatten. Wir mussten diesen einen Patienten intubieren, weil er eine schwere Covid-19-Erkrankung hatte und vorbekannt unter einer Myasthenia gravis litt. Dieser Patient konnte vor 7 Tagen sehr erfolgreich extubiert werden, war respiratorisch ganz stabil und dennoch haben wir ihn leider am gestrigen Tag auf der Intensivstation verloren. Wir haben jeden einzelnen unserer stationär behandelten Patienten sehr gut und ausführlich dokumentiert. Alle Patienten erhielten auch ein HRCT. Neben den stationären Patienten haben wir eine Vielzahl von Patienten ambulant betreut und gesehen. Wir nehmen im Krankenhaus nur Patienten auf, die unbedingt stationär behandlungspflichtig sind. Wir schauen bei allen Patienten, die sich hier vorstellen, nach der gesamten Klinik und alle Patienten erhalten auch eine Computertomographie. Und dann machen wir eine Risikostratifizierung und so haben wir eine Reihe von Patienten eben auch im ambulanten Bereich weiter betreuen können. Wir haben primär dieses Zelt aufgebaut, um die Abstiche in unserer Region außerhalb des Krankenhauses durchführen zu können. Hier wird auch entschieden, welche Patienten weitere Untersuchungen im Krankenhaus benötigen. In unserer Notaufnahme werden die Patienten unter Isolationsmaßnahmen untersucht. Die werden an Monitor angeschlossen, um die Sauerstoffsättigung, die Atemfrequenz, den Blutdruck und das EKG zu monitorisieren. Wenn die Laborparameter bearbeitet werden, erfolgt bei jedem Patienten eine Thorax-CT-Untersuchung ohne Kontrastmittel. Anschließend kommt der Patient zurück in den Untersuchungsraum. Dort erfolgt auch eine anschließende Beurteilung von allen erhobenen Befunden. Anschließend wird entschieden, welche Versorgungsstufe für den Patienten benötigt wird. Okay. Wichtig ist eine konsequente Einhaltung der Hygieneregeln, sowohl im Patientenzimmer als auch außerhalb des Zimmers im Umgang der Mitarbeiter untereinander. Wichtig ist es, dass die Zimmer regelmäßig gelüftet werden. Wichtig ist aber auch, dass der Kontakt des Personals zum Patienten auf das medizinisch Notwendige reduziert bleiben sollte. Wichtig ist auch die korrekte Anlage des Atemschutzes. Dabei kommt es vor allen Dingen auf den dichten Sitz der Masken an. Das heißt, dass sie an allen Seiten gut dem Gesicht anliegen. Unsere Kollegen in der Lungenklinik in Schmallenbech haben sich sehr intensiv mit der Frage des Schutzes durch die Masken beschäftigt und in eigenen Messungen, nuklearmedizinischen Messungen festgestellt, dass, wie wir gerade gehört haben, das Hauptproblem das dichte Anliegen oder eben nicht dichte Anliegen der Masken ist.
Und insbesondere Herr Kollege Dominik Dellwig ist auf die Idee gekommen, dass man sehr gut für den Schutz des Personals auch diese Non-Vented-Masken benutzen kann. Und diese Masken liegen ausgesprochen dicht an, haben nur hier unten einen Konnektor und auf diesen Konnektor setzt man einen virusdichten Filter. So kann diese Schutzmaske praktisch, ohne dass man täglich eine neue Maske benutzen muss, immer weiter benutzt werden, individualisiert, bleibt sozusagen bei der Person, die sie nutzt, und nur dieser Filter muss täglich gewechselt werden. Den besonders dichten Sitz dieser Masken kann man sehr leicht selbst überprüfen, indem man hier unten das zuhält und tief einatmet. Damit lässt sich der absolut dichte Sitz überprüfen. Am stärksten beeindruckt uns bei den Patienten mit der Covid-19-Erkrankung und in der Regel einer beidseitigen Lungenentzündung die ausgeprägte Hypoxämie. Und diese haben wir sozusagen von vornherein im Auge gehabt und die ist oft so beeindruckend, dass wir uns davon in unserem weiteren Handeln leiten lassen. Wir sollten aber zunächst einmal überlegen, dass es unterschiedliche Ursachen für eine Hypoxämie gibt. Die Überschrift ist Gasaustauschstörungen. Daran erinnert sich jeder aus der Pathophysiologie, dass es unterschiedliche Gasaustauschstörungen gibt. Zum Beispiel die Ventilationsstörungen, die Perfusionsstörung bzw. das Perfusionsventilationsmismatch, die Diffusionsstörung, die zum Beispiel beim ARDS im Vordergrund steht, und der Shunt, der ganz typisch ist für Pneumonien. Und wir wissen inzwischen schon, dass bei der Pneumonie durch das neue Coronavirus die Gasaustauschstörung im Sinne eines Shunts im Vordergrund steht, weil es eben kein ARDS, sondern eine Pneumonie ist. Ich möchte dann noch etwas zum Horowitz-Quotienten sagen, der ja häufig empfohlen wird, um die Situation des Patienten zu beurteilen und der auch natürlich für eine Schweregrad-Einteilung beim ARDS etabliert ist. Der Horowitz-Quotient allerdings sagt uns nichts anderes, als dass eine Gasaustauschstörung vorliegt. Aus ihm können wir nicht schließen, welches pathophysiologische Prinzip tatsächlich dahinter steht. Statt nur auf die Sauerstoffsättigung zu gucken, sollten wir uns angewöhnen, den Oxygen Content letztlich zu berechnen. Und auch das ist in der Pathophysiologie nicht nur gut untersucht, sondern eigentlich auch etabliert. Der Sauerstoffgehalt des Blutes errechnet sich aus der Sättigung mal dem Hämoglobinwert, mal der sogenannten Höfnerschen Zahl 1,35. Wenn ich hier in ein Beispiel mal Zahlen einfüge und ich nehme eine Sauerstoffsättigung von 80%, setze hier also 0,8 ein, mal 14 Gramm Prozent für einen normalen HB-Wert bei einem gesunden erwachsenen Mann zum Beispiel und mal Höfnersche Zahl, dann komme ich auf einen Sauerstoffcontent von 15,1 Milliliter pro Deziliter. Wenn ich das gleiche rechne mit einer vollkommen normalen Sauerstoffsättigung von zum Beispiel 96%, setze ich hier also 0,96 ein, komme ich hier auf ungefähr 18. Der Unterschied für den Sauerstoffcontent ist also bei gleichem HB-Wert nicht so groß, wie man vielleicht meinen möchte, wenn man allein auf die Sauerstoffsättigung schaut. Nun reicht es aber auch noch nicht, den Sauerstoffgehalt zu kennen. Das mit Sauerstoff versorgte Hämoglobin muss natürlich auch transportiert werden. Am Ende geht es um den Transport des Sauerstoffs in jede einzelne Zelle. Am Ende eigentlich der Transport bis zu den Mitochondrien ist das Wichtigste. Also müssen wir uns auch noch einmal mit der Frage Delivery beschäftigen, also mit Oxygen Delivery. Und hier setze ich jetzt neben dem Sauerstoffgehalt, also aus Blut und Sauerstoff, wie eben erklärt, berechnet, hier noch einen Parameter für das Herz ein, in diesem Fall Cardiac Output. Letztlich das Herzzeitvolumen ist entscheidend. Und wenn wir die Herzleistung in die Formel reinbringen und den Sauerstoffgehalt, dann haben wir schon eine viel bessere Vorstellung davon, wie viel Sauerstoff am Ende dahin kommen kann überhaupt, wo der Sauerstoff gebraucht wird und wo er eigentlich hin soll. Deshalb ist es auch wichtig, nicht nur auf die Sauerstoffsättigung und die Atemfrequenz, die natürlich ansteigt zur Kompensation, zu achten, sondern auch auf die Herzfrequenz bzw. auf die Herzleistung. Aber im Alltag können wir das natürlich eigentlich nur einfach beobachten, indem wir auf die Herzfrequenz achten. Und ich glaube, dass das unterschätzt ist. Denn wir alle haben Sauerstoffsättigung und Herzfrequenz natürlich im Auge, aber wir denken, glaube ich, bei dieser Erkrankung zu wenig an das Herz. Denn das Herz muss auch eine Mehrleistung aufbringen, um eben diese Delivery-Frage richtig zu beantworten und eine ausreichende Versorgung in der Peripherie sicherzustellen.
Und ich glaube, dass es bei einigen Patienten unter dieser erforderlichen Mehrleistung zur Dekompensation kardial kommt, vielleicht sich auch eine vorbestehende leichte Herzinsuffizienz demaskiert oder aber es zum Beispiel auch im Rahmen der Virusinfektion zu einer Myokarditis kommt. Letztlich also glaube ich, dass viele Patienten, von denen berichtet wird, dass sie sich plötzlich verschlechtern, auch ein kardiales Problem haben. Also ist die Botschaft eigentlich und das ist die Schlussfolgerung hieraus, dass wir insbesondere auf die Herzleistung und natürlich auch auf die Atemfrequenz achten sollten. Der Körper hat aber nun noch mehr Kompensationsmöglichkeiten, außer der Erhöhung der Atemfrequenz, um die Sauerstoffversorgung zu verbessern und einer Erhöhung des Cardiac Outputs. Es gibt auch eine Verschiebung bei der Sauerstoffbindungskurve. Und das ist etwas, was wir lange kennen und was auch in diesem Zusammenhang bedeutsam ist. Insbesondere bei Fieber gibt es eine Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve. Das erschwert zwar die Sauerstoffaufnahme in der Lunge, erleichtert aber die Abgabe des Sauerstoffs, dieses Lösen sozusagen vom Hämoglobin in der Peripherie. Es stellt sozusagen zusätzlich sicher, dass die Peripherie, dass die Zellen, am Ende die Mitochondrien gut mit Sauerstoff versorgt werden. Wenn wir also einen Patienten zum Beispiel mit einer Temperatur von 39,5 Grad Celsius haben und messen bei diesem Patienten eine Sauerstoffsättigung von 89, dann wird die wahrscheinlich, wenn wir das Fieber senken auf zum Beispiel 37 Grad, dann wird wahrscheinlich allein daraus schon die Sättigung auf zum Beispiel 92% ansteigen. Also die Verschiebung der Sauerstoffbindungskurve ist auch bedeutsam bei den Kompensationsmechanismen, die der Körper von alleine und sinnvollerweise vornimmt. Am Ende denke ich, ist es wichtig, sich klarzumachen, dass eine Hypoxämie, in der Regel von uns in der Klinik gemessen über die Pulsoximetrie, dass eine Hypoxämie aufgrund der hier vorgestellten bekannten pathophysiologischen Mechanismen nicht bedeutet, dass eine Hypoxie vorliegt. Wenn unsere Patienten stationär aufgenommen werden, hier auf unserer Überwachungsstation, schauen wir natürlich zum einen auf die Sauerstoffsättigung, aber vor allen Dingen auch auf die Atemfrequenz und die Herzfrequenz, weil das eben auch ein Parameter des Stresses ist, den wir entsprechend auch reduzieren möchten für die Patienten und das eben auch eine entsprechende Atemarbeit bedeutet. Initial, wenn entsprechende Sauerstoffsättigungen reduziert sind, fangen wir mit einer Sauerstoffgabe an, die bei 1 bis 2 Litern über eine Nasenbrille erfolgt, aber auch bis zu 10 Liter eben unter diese Venturi-Masken gegeben werden kann. Hierunter sind, wie gesagt, die Parameter Atemfrequenz, Herzfrequenz und Sauerstoffsättigung zu beachten und vor allen Dingen regelmäßig zu kontrollieren. Das machen wir an unseren Monitoren. Sollten wir aber sehen, dass der Patient sich weiterhin erschöpft und eben Herzfrequenz und auch Atemfrequenz nicht reduziert sind, dann schwenken wir relativ schnell um auf eine nichtinvasive Beatmung. In dem Fall gibt es 2 verschiedene Geräte, die wir zurzeit benutzen, die Stella und die Astral. Hierbei muss man sagen, dass die Patienten initial mit Drücken zwischen 6 und 8, also sprich mit einem Piep oder EPAP von 6 bis 8 beginnen und im weiteren Verlauf langsam antitriert werden, bis wir sehen, dass der Patient sich erholt, die Sauerstoffsättigung sich erholt und wie gesagt die beiden wichtigsten Parameter Atemfrequenz und Herzfrequenz reduziert werden. Man kann bis zu EPAP-Drücken von 14 cm hochfahren, sollte das unter diesem EPAP nicht so stabilisiert werden können, der Patient, dann geben wir noch zusätzlich eine Sauerstoffgabe hinzu über einen entsprechenden Adapter. Der EPAP wird nicht so hoch gefahren, ein Delta zwischen 4 und 5 reicht meistens völlig aus. So, der nächste Schritt nach der Sauerstoffgabe ist die nichtinvasive Beatmung mit dieser Spezialmaske. Es handelt sich um eine sogenannte Non-Vented-Maske, die hat jetzt kein integriertes Auslassventil für die Ausatemluft. Die ist recht schnell angelegt. Das Besondere ist, dass irgendwo muss ja auch die verbrauchte Luft hin. Hier ist ein Auslassventil, das ein bakterien- und virendichter Filter dazwischen gesetzt ist, dass die Ausatemluft bzw. die Umgebungsluft nicht kontaminiert wird. Viele Kollegen fragen sich und fragen auch uns, ob man diese erkrankten Lungen überhaupt nicht invasiv beatmen kann, ob das überhaupt effektiv sein kann. Und dem liegt, glaube ich, eine grundsätzlich falsche Annahme zugrunde. Viele haben von Beginn an gedacht, dass es sich bei dieser Erkrankung um ein ARDS handelt. Spätestens aber jetzt seit der Arbeit von Herrn Gattinoni, die praktisch auf der ganzen Welt inzwischen gelesen wurde, wissen wir,
es ist kein ALS, sondern es ist doch zunächst einmal nur in Anführungsstrichen eine ausgeprägte schwere beidseitige Lungenentzündung. Und die Parameter, die dafür entscheidend sind, hat der Gattinoni auch gezeigt. Die Lungen sind mechanisch in Ordnung. Wir wissen von den intubierten Patienten, dass die Lungen weich sind. Das spricht gegen ein ALS. Die Mechanik ist in Ordnung. Und wir wissen, dass die Gasaustauschstörung, die Hypoxämie, über die wir schon gesprochen haben, nicht durch eine Diffusionsstörung zustande kommt wie beim ALS, sondern durch einen großen Shunt. Und auch dieser Shunt wurde gemessen bei beatmeten Patienten. Und wir wissen, dass diese Patienten einen Shunt von 50% und mehr haben. Die Behandlung richtet sich also vor allem auf ein erhöhtes Sauerstoffangebot unter Erhaltung der Spontanatmung und der hohe EPAP, der hohe PEEP, ist sozusagen in seiner Wirkung nicht vergleichbar mit dem, was wir bei einer ARDS-Beatmung erzielen wollen, sondern hier geht es weniger um das alveoläre Recruitment, sondern mehr um das Wegdrücken des Shunts. Das wird man niemals bei einer Pneumonie vollständig erreichen können, aber unter den Drücken, die wir anwenden, sehen wir, dass offensichtlich der Shunt ein wenig weggedrückt wird. Und ich will darüber hinaus noch einmal ganz deutlich darauf hinweisen, dass wenn wir eine MIV machen, dass das eine ganz andere Form von Beatmung ist, als wir das sonst aus der Behandlung der hyperkapnischen Insuffizienz kennen. Es geht ja hier nicht um eine Hyperkapnie, wie zum Beispiel bei COPD. Da ist es entscheidend, hohe inspiratorische und relativ niedrige expiratorische Drücke zu haben. Es entscheidet also das Delta über die Entlastung der Atemmuskulatur. Hier führen wir eine ganz andere Form von Beatmung durch, nämlich eigentlich, wenn Sie so wollen, letztlich nur eine CPAP-Beatmung unter gleichzeitigem Sauerstoffangebot. Also ist der expiratorische Druck besonders hoch zu wählen. Und viele denken, dass man das nicht erreichen kann, und vielen Patienten fällt es auch schwer, expiratorische Drücke von 12 bis 14 zu erreichen. Das ist aber wichtig. Und unsere pathophysiologische Vorstellung ist auch nicht wie die bei der Behandlung eines ARDS, also das alveoläre Recruiting, dass man die Alveolen offen hält und erst einmal aufbekommt und dann offen hält, sondern wir glauben, dass diese expiratorischen Drücke eher den Shunt in den Entzündungsbereichen etwas wegdrücken. Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen, den wir hier auf unserer Covid-Station behandelt haben. Ich möchte Ihnen bewusst einen jungen Patienten vorstellen, 48 Jahre alt, ohne Vorerkrankungen, Sportler, Triathlet. Der Patient stellte sich wegen starker Luftnot bei uns vor. Es zeigte sich eine schwere Oxygenierungsstörung bei einer Atemfrequenz von 28 pro Minute. Haben wir eine Sauerstoffsättigung von 89% unter Raumluft gemessen. Obwohl wir den Patienten mit Sauerstoff behandelt haben, hat auch dieser Patient den typischen Verlauf einer Covid gezeigt. An Tag 9, seit Beginn der Beschwerdesymptomatik, haben wir eine zunehmende Oxygenierungsstörung festgestellt. Die Sauerstoffsättigung ist unter Sauerstofftherapie auf 83% heruntergefallen. An dieser Stelle hat uns selbst der Patient schon gefragt, ob es nicht sinnvoll sei, ihn zu intubieren. Aber wir haben uns dagegen entschlossen und die nicht-invasive Beatmungstherapie eingeleitet. Wir haben den Patienten mit einem PEEP von 14 mm Hg plus 6 Liter Sauerstoff beatmet, nicht invasiv. Der Patient hat diese Beatmungsstrategie toleriert und nach 3 Tagen haben wir die Beatmung sukzessive ausschleichen können und der Patient war zuletzt sogar unter Raumluft mit einer Sauerstoffsättigung von 93% stabil. Unser Therapieprinzip sieht als oberstes Gebot Primum nihil nocere vor. Fieber tolerieren wir bis 39,5 Grad. Wir geben allen unseren Patienten einen Makrolid, weil wir auch daran glauben, dass der Zytokinsturm dadurch gebremst werden kann und wir so eine Anti-IL-6-Therapie den Patienten anbieten. Darüber hinaus bekommen alle Patienten natürlich eine Thromboseprophylaxe und weil wir nicht erst auf die Pneumokokken-Superinfektion warten, bekommen die Patienten alle prophylaktisch ein Antibiotikum. Hier möchte ich Ihnen das CT des Patienten präsentieren. Wir sehen hier das sogenannte Lungenfenster in einer 5 mm Kollimation. Gesunde Lunge präsentiert sich in diesem Anthrazitton und entzündliches Lungengewebe präsentiert sich eher hell, grau, weißlich. Wir nennen das Milchglas und Sie sehen selbst die ausgeprägte beidseitige Infiltration der Lunge mit diesem milchglasartigen Muster als Ausdruck der schweren Lungenentzündung. Und hier sehen wir die sogenannte koronale Rekonstruktion. Sie sehen die Veränderung. An der Stelle, der Patient hatte, wie schwere Covid-Patienten das haben, eine sehr hohe LDH von 650 Unit pro Liter. Das CRP war 50-fach erhöht mit 25 mg pro Deziliter bei normalem Prokalzitonin.
Die Thrombozyten waren leicht erniedrigt, das Troponin und das BNP waren normal bei den Patienten. Wir nutzen zudem eine App, um mit den Patienten schon während des stationären Aufenthaltes, aber auch nach Entlassung weiter in Kontakt zu bleiben. Da gibt es beispielsweise die Möglichkeit, per Chat zeitversetzt miteinander Kontakt zu halten oder auch über eine Videosprechstunde die Patienten im Wahnsinne des Wortes im Auge zu behalten. Die Pandemie mit dem neuen Coronavirus hat in vielen Ländern zu vielen Toten geführt und vor allem auch zu vielen unübersichtlichen, teilweise chaotischen Situationen und zu einer dramatischen Überforderung des Gesundheitssystems. Diese Situation ist in Deutschland erfreulicherweise etwas anders, sodass wir in Deutschland auch etwas Zeit haben, darüber nachzudenken, was der richtige Weg der Behandlung ist. Und dies insbesondere in einer Zeit, da wir die Erkrankung durch das neue Coronavirus ohne Zweifel alle noch nicht vollständig und in seiner ganzen Bandbreite wirklich verstehen. In unserem Video wollen wir daher so verstanden werden, dass wir einen Hinweis darauf geben, dass die frühe Intubation insbesondere bei dieser Lungenentzündung mit einer schweren Hypoxämie nicht der richtige Weg ist und dass wir darüber nachdenken müssen, ob andere Wege erfolgreicher und besser sein können. Das haben wir an unserem Haus versucht zu zeigen und das entspricht auch unserer Erfahrung.